Es sind Worte, die ans Herz gehen. Nach dem Tod von Skilegende Rosi Mittermeier hat ihre Familie mit einer emotionalen Traueranzeige Abschied genommen. Mittermeiers Ehemann Christian Neureuther und die gemeinsamen Kinder Amelie und Felix Neureuther haben dafür eine Passage aus dem berühmten Buch »Der kleine Prinz« von Antoine de Saint-Exupéry gewählt. Die Zeilen sollen offensichtlich zum Ausdruck bringen, dass Mittermeier auf ein erfülltes und glückliches Leben blickte und auch mit ihrer schweren Krankheit tapfer umging. In der zitierten Passage heißt es: »Hast du Angst vor dem Tod?«, fragt der kleine Prinz die Rose. Darauf antwortet sie: »Aber nein, ich habe doch gelebt. Ich habe geblüht und meine Kräfte eingesetzt, so viel ich konnte. Und Liebe, tausendfach verschenkt, kehrt wieder zurück zu dem, der sie gegeben. So will ich warten auf das neue Leben und ohne Angst und Verzagen verblühen.« Darüber hinaus finden sich in der Traueranzeige, die unter anderem in der Süddeutschen Zeitung und dem Merkur veröffentlicht wurde, auch rührende Zeilen eines Dankliedes der Inntaler Sänger.